Hi, hier ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und in diesem Video schreiben wir weiter an dem Screener, den ich hier zusammen mit dir erstelle, in der Programmierung im MetaTrader 5. Und unser aktueller Stand ist der, dass wir für x-beliebige Symbole den Stochastikwert ausgeben lassen können und den im Chart angezeigt lassen können. Genau. Und falls du an der Stelle auch mal eingeschoben, falls du Interesse hast an der Programmierung oder das vernünftig zu lernen, dann schau auf jeden Fall auf unserer Webseite www.bmtrading.de vorbei. Link dazu findest du auch unter diesem Video. Da haben wir komplette Online-Ausbildung für den MetaTrader 4 und die MetaTrader 5 Programmierung, wo das Ganze dann viel genauer, viel ausführlicher und viel strukturierter nochmal erklärt wird, als ich das hier auf den YouTube-Videos oder in den YouTube-Tutorials machen kann. Hier in den Tutorials bereite ich das natürlich nicht groß vor, weshalb das Ganze auch teilweise dann ein bisschen unstrukturiert rüberkommen kann. Aber wie gesagt, in den Masterclass-Paketen, die wir da haben, ist das Ganze sauber aufbereitet und du lernst halt wirklich die Programmierung absolut einsteigerfreundlich mit allem Hintergrundwissen, was du benötigst. Also, wenn das interessant ist, prüf das und ansonsten kannst du gerne dem Tutorial weiter folgen. Wir schauen uns jetzt nämlich mal an, wie wir nicht nur den Stochastik hier berechnen können, sondern zum Beispiel auch den RSI. Dafür brauchen wir natürlich wieder eine Handle-Liste, weil wir jetzt hier neben dem Stochastik-Handle auch die RSI-Handle in einer Liste speichern müssen. Dafür kopiere ich einfach diese Zeile. Wir nutzen jetzt aber nicht die i-Stochastik-Funktion, sondern die i-RSI-Funktion. Auch das ist eine Standardfunktion im MetaTrader 5 für den RSI-Indikator oder für die Erzeugung des RSI-Indikator-Handles. Und ja, da gibt es ein paar weniger Parameter, nur die Länge des RSIs und den Berechnungspreis, das Ganze falscher Indikator. Das Ganze siehst du halt, wie gesagt, auch wenn du den aufrufst, die Periode und dieser Berechnungspreis, also der Preis, auf den das berechnet wird. Ich habe hier die Standardwerte eingesetzt erstmal. Du kannst das natürlich auch beliebig ändern, wie du das möchtest. Jetzt können wir hier in unserer Funktion hergehen und können hier zum Beispiel sagen, wir speichern hier die Stochastic Values in diesem Array Stochastic Values. Wir speichern die RSI-Werte, aber in einem RSI-Values-Array. Wir müssen jetzt hier natürlich die RSI-Handle-Liste ansteuern und können jetzt hier den Rest eigentlich gleich lassen, müssen das Ganze nur in dem RSI-Array dann halt speichern und können jetzt hier hergehen und sagen, double-to-string, wir geben auch die RSI-Values aus diesem RSI-Array. Hier müssen wir noch das Stochastic-Values-Array ausgeben, weil ich ja hier die Variable umbenannt habe. Wenn wir jetzt hier wieder reingehen, dann sehen wir hier, wir haben einen Fehler, Array out of range, den schauen wir uns mal an, 24, 21, also irgendwo hier gibt es wohl einen Fehler. Genau, das liegt daran, weil ich jetzt hier die Größe von dem RSI-Handle-Array hier nicht verändert habe. Auch da muss ich die Größe natürlich anpassen. Die ist jetzt hier oben erstmal undefiniert. Und die muss ich dann anpassen, sodass wir auch wirklich für jedes Symbol hier einen Wert drin speichern können. Wenn ich das mache und das Programm nochmal aufrufe, dann sollte es hoffentlich hier nicht mehr zu Fehlern kommen und wir hier neben dem Stochastikwert jetzt auch den RSI-Wert an der aktuellen Stelle haben. Wir können das Ganze auch mal prüfen. Hier zum Beispiel im Euro-US-Dollar ist der hier 42,02 für den 5-Minuten-Chart und auch das passt hier mit diesem Wert überein. Wir können das Ganze auch nochmal prüfen für US-Dollar, japanischer Yen. Hier ist es 57,64 und auch das müsste passen. Ich muss den Indikator hier noch aktivieren, sehe ich gerade. Relative Strength Index 51. Ich muss die Zeiteinheit anpassen, damit das Ganze auch übereinstimmt. Und ich sehe jetzt hier, 57,64 ist der Wert, also das passt. So, wir haben jetzt es geschafft, sowohl den Stochastik als auch den RSI-Wert anzeigen zu lassen. Was wir jetzt noch machen wollen ist, weil das Ganze jetzt natürlich sehr hässlich aussieht, dass wir das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Wie machen wir das Ganze schöner? Wir können zum Beispiel hergehen und wir sagen, dass wir das Ganze nicht in dieser Kommentarfunktion hier machen, sondern wir erzeugen wirklich Texte im Chart, so wie ich das eben oder im ersten Teil auch per Hand gemacht habe. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel hergehen und sagen, Object create
Genau, create, wir wollen in dem Chart 0 ein Objekt namen, zum Beispiel Symbol plus Symbol Name. Okay, jetzt wird es ein bisschen tricky, jetzt muss ich gerade selber einmal nachdenken. Was wir machen, wir schreiben eine Funktion, create Text nennen wir die zum Beispiel, und da werden jetzt Textobjekte im Chart erzeugt. Und zwar machen wir das folgendermaßen, und zwar String Object Name, beziehungsweise das können wir auch direkt als Parameter machen. So, und jetzt erzeugen wir ein Objekt über die Object Create Funktion. Die kannst du auch nochmal in der Dokumentation nachlesen. Hier gibt es verschiedene Parameter. Und zwar müssen wir sagen, in welchem Chart wir was erzeugen wollen. Das ist üblicherweise der Chart 0. Das ist immer der Chart, in dem der EA läuft. Dann müssen wir den Objektnamen angeben, weil jedes Objekt hat einen Namen im MetaTrader. Das sehen wir übrigens auch, wenn wir jetzt hergehen und sind meine Objekte jetzt hier im Chart, sind jetzt wieder rausgelöscht worden oder finde ich die jetzt hier noch irgendwo? Rechtsklick, Objekte. Genau, wenn wir jetzt mal irgendein x-beliebiges Objekt nehmen, dann siehst du, das hat hier halt immer einen Namen und einen Textwert im Endeffekt bei so einem Textobjekt. Und deswegen muss auch dieses Objekt, das wir erzeugen, einen Namen haben. Dann müssen wir hier sagen, wir wollen einen Text erstellen. Jetzt muss ich mal gerade selber einmal nachlesen, ob wir hier einen Text erstellen oder ein Label. Weil da wird halt unterschieden, wie das Ganze angezeigt wird. Von Engel, bla bla bla. Subwindow Time Price. Ne, wir wollen ein Label erstellen, meine ich. Textmarker. Genau, weil ein Label wird über Koordinaten im Chart gesteuert und ein Text wird anhand von den Kerzen gesteuert. Wir wollen aber hier das Ganze über Koordinaten steuern lassen. Das heißt, wir wollen hier ein Object Label erzeugen. Im Subwindow ist auch wieder 0 und jetzt können wir hier eine Zeit und einen Preis angeben. Das ist aber auch 0, weil wir das Ganze, wie gesagt, über Koordinaten steuern. Und was du jetzt machen kannst, ist, mach mal bitte einmal Folgendes und geh hier rein in die Dokumentation. Wie gesagt, die kannst du über F1 auf deinem Keyboard aufrufen oder auf Hilfe. MQL5 Referenz. Und hier kannst du jetzt Object Label reingeben. Wenn du da draufklickst, dann kommst du hier auf diese Objekttypen Seite. Und jetzt suchst du hier Object Label, klickst da drauf und dann gehst du hier in diese Label Create Funktion und kopierst hier einmal bitte diese ganzen Zeilen raus. So, dann einfach Rechtsklick kopieren und die hauen wir jetzt hier drunter. So, das sind jetzt erstmal alle relevanten Funktionen, die wir nutzen können, um unser Label zu definieren. Was die einzelnen Sachen machen, erkläre ich gleich. Also wir haben jetzt erstmal dieses Objekt erzeugt über Object Create. Und jetzt können wir die Object Set Integer, Object Set Double und Object Set String Funktionen nutzen, um verschiedene Parameter von diesem Objekt halt zu verändern. Als erstes müssen wir hier aber noch die Chart ID anpassen, wobei wir können das auch folgendermaßen machen, indem wir hier einfach dieses Chart-ID, indem wir das hier so machen. Undeclared Identifier, so. Object Name, das nennen wir dann Name. So, und jetzt int x. Int y. Schreiben wir hier oben noch verschiedene Parameter hin. Das sind, wie gesagt, die Koordinaten, die wir später nutzen wollen. Die Corner, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir zeigen das immer oben links an. Das geht sonst zu weit hier. Dann können wir jetzt hier den Text noch als Parameter haben. Wir können die Schrift, die lassen wir auch mal standardmäßig. Die Schriftgröße können wir hier vielleicht definieren. Das ist eigentlich ganz cool. Font Size. Dann die den Engel brauchen wir nicht, den Anchor brauchen wir nicht. Die Farbe können wir hier noch definieren. Color, Backselection, bla bla bla. Und das brauchen wir eigentlich alles nicht.
So, das sind eigentlich so die Sachen, die wir irgendwie haben wollen. Das wird nicht genutzt. So, und jetzt können wir diese Create-Text-Funktion nutzen und wir können sagen zum Beispiel, wir wollen hier einen Text erzeugen. Dieses Objekt soll den Namen bekommen. Screener plus Symbol plus Name oder so. Und wir wollen das an der Stelle 10 anzeigen. Das ist dann oben links in der Ecke. Der Text wird hier der Symbolname. Die Font Size ist vielleicht 12 und die Color ist Color Black. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vermurkst, aber im besten Fall sollte jetzt hier irgendwo oben links gleich was angezeigt werden. Okay, ich habe es scheinbar vermurkst. Deswegen schauen wir jetzt nochmal, was ich hier falsch gemacht haben könnte. Schauen wir auch mal unten nach. Der Fehler ist alt. Also wir erzeugen das Label. Ich muss mal kurz einmal in der Dokumentation selber nachlesen. Subwindow 0, das passt alles. Object Text. Auch der Text wird angegeben. Jetzt mal ein bisschen größer mache. Okay, ich glaube, das war einfach zu klein gerade gewählt von der Größe, dass wir es nicht gesehen haben. So, ich schreibe das hier mal an eine andere Stelle nochmal, 2020, damit wir es besser sehen. Und du siehst jetzt hier oben wird alles übereinander gepappt, was natürlich nicht ganz ideal ist. Deswegen müssen wir jetzt noch gleich ein paar Vorkehrungen hier vornehmen. Also, aber generell siehst du erstmal, hier wird irgendwas angezeigt. Das wird jetzt alles übereinander geschrieben, was nicht ganz ideal ist. Deswegen machen wir Folgendes. Wir müssen hier den X-Wert, der quasi dieser Wert hier ist, also auf der X-Achse, den lassen wir immer gleich. Den Y-Wert verändern wir aber. Das heißt, wir schreiben hier irgendwie 50 mal i oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt komisch aussehen wird oder ob das so funktioniert. 50 mal i plus 1 vielleicht. Genau, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus irgendwie. Ganz perfekt ist es immer noch nicht. Das heißt, wir können hier... Ja, das ist so ein bisschen Spielerei jetzt hier gerade. Mal i plus 1. Ja, wobei, das sieht ja schon ganz okay aus. So, jetzt wird das hier vernünftig untereinander geschrieben. Jetzt müssen wir natürlich noch die anderen Texte erzeugen. Das heißt, daneben wollen wir jetzt die Werte haben für die ganzen anderen Sachen. Beziehungsweise machen wir mal hier i plus 2 und schreiben vielleicht oben nochmal die Texte rüber für die Überschriften. Screener Stochastic Name oder so. Und mit diesen Objekten im Chart zu arbeiten, ist immer so ein bisschen Fleißarbeit. Da muss man immer schauen, wie sieht das jetzt gerade aus. Da muss man ein paar Pixel hin und her schubsen und so weiter. Das ist halt immer so. Aber ist ja auch an sich nicht weiter schlimm. So, jetzt geben wir hier zum Beispiel ein Stochastic. Color Black. Mal gucken, wie das aussieht. Ich weiß nicht genau, warum ich das hier immer öfter kompilieren muss, damit was passiert. Aber wird auch noch nicht so ganz wie gewünscht angezeigt. Hier müssen wir auch den X-Wert dann irgendwie verändern. RSI-Name. Okay, also irgendwie wird das jetzt hier angezeigt. Wir müssen das aber Ganze noch ein bisschen hin und her schubsen. Müssen wir noch ein bisschen mit den Pixeln optimieren hier. Das können wir vielleicht mal bei 500 anzeigen lassen, das bei 1000. Es wird jetzt wahrscheinlich recht weit auseinander liegen gleich, aber ja, okay, das ist viel zu weit. Machen wir mal hier 200 und 400 raus oder so. So, aktualisieren wir das. Okay, es sieht schon besser aus. Ein bisschen weiter nach rechts müssen wir hier aber noch gehen. Machen wir mal 300 und 400. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder übereinander. Also wie gesagt, das ist halt ein bisschen mühselig teilweise, wenn man mit so Objekten arbeitet. Weil da muss man halt öfter mal so ein paar Pixel hin und her schubsen hier, ein paar X- und Y-Werte anpassen, bis es dann irgendwie so aussieht, dass es für einen irgendwie stimmig und schön ist.
Genau, das sieht jetzt aber, denke ich mal, ganz, ganz cool aus soweit. Und jetzt können wir halt hier dafür sorgen, dass wir nicht nur diese Textwerte für die Symbole erzeugen, sondern auch die Werte für Stochastik und RSI. Wichtig ist halt hier, wie gesagt, immer den Namen zu verändern von dem Objekt, weil sonst, wenn das einen gleichen Namen hat wie ein anderes Objekt, dann wird das nicht vernünftig erzeugt. So, hier müssen wir jetzt natürlich hergehen und für die X und für die X-Werte auch die gleichen Sachen nehmen, die wir oben genommen haben, damit das schön untereinander geschrieben wird. Und jetzt kann ich hier sagen, der Text soll hier sein, double to string, stochastic values, an der Stelle 0, auf 2 Nachkommastellen gerundet, RSI-Values an der Stelle 0 auf 2 Nachkommastellen gerundet. So, wenn ich das so mache, dann müssten jetzt hier die Stochastikwerte irgendwie angezeigt werden. Ich aktualisiere das mal ein bisschen und man sieht hier, das funktioniert schon ziemlich cool und sieht auch eigentlich gar nicht schlecht aus, würde ich mal behaupten. Ja, was wir jetzt noch machen können ist, wir haben ja die Möglichkeit hier, die Farbe zu verändern. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, Color Stochastic. Wir können sagen, die Farbe ist standardmäßig erstmal Black, aber if Stochastic, wenn dieser Wert hier über 70 ist, dann wollen wir, dass die Farbe Stochastic, dass die rot ist oder so, weil wir dann Short gehen wollen. Oder Long oder so, je nachdem. Also da kannst du deine eigene Logik halt hinterlegen, logischerweise. Und wenn die kleiner als 30 ist, dann wollen wir vielleicht Color Green nehmen oder so. Und das Ganze können wir natürlich auch für die RSI-Seite machen. Also Color RSI. Dann prüfen wir natürlich hier nicht die Stochastic Values, sondern die RSI Values. Und wenn das über 70 ist, dann geben wir rot aus und sonst grün. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, Color Stochastic und Color RSI geben wir an dieser Funktion hier rüber. Und jetzt können wir mal hier gucken, was passiert, wenn ich das Ganze nochmal aktualisiere. Jetzt siehst du hier, das ist, stimmt noch nicht so ganz hier, irgendwo ist noch ein Rechtschreibfehler oder ein Vergleichsfehler. Kleiner als 30 muss hier natürlich stehen. Aber du siehst hier, die relevanten Zonen werden jetzt hier auch farblich markiert. Und das ist jetzt halt wirklich ein Mehrwert fürs Handeln, würde ich mal behaupten. Weil man jetzt wirklich auf einen Blick sieht, für alle Symbole, die man sich hier so reintickert, ja, was halt wirklich Phase ist gerade in dem Markt. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt auch noch .de 30 Cash mit hinzunehmen oder GBP US-Dollar oder so, GBP US-Dollar. Also da haben wir halt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich das jetzt aktualisiere, dann siehst du hier auch GBP, US-Dollar und so weiter wird dementsprechend angezeigt. Und ich kann jetzt auch mal simulieren, wie das Ganze aussehen würde, wenn das jetzt in Echtzeit laufen würde. In Einstellungen zum Beispiel hier. Dann können wir das ja im Tester mal simulieren. Und wenn das Ganze richtig geladen hat, dann können wir uns das auch mal anschauen. Okay, jetzt startet das hier. Sieht jetzt natürlich ein bisschen doof aus, weil der Hintergrund hier schwarz ist. Vorlagen, ich kann hier bestimmt irgendwie eine andere Vorlage mal laden. Oh, das ist... Oder hier bei Eigenschaften. Ah, genau, hier kann ich es auch verändern. Hintergrundfarbe mache ich jetzt mal weiß. Oder wir können auch ein Schema nehmen. So, genau. Und jetzt siehst du hier im Tester, dass das wirklich halt permanent dann quasi die Märkte screent und du hier halt die relevanten Werte angezeigt bekommst und dann halt auch immer geschrieben wird, ist das jetzt gerade irgendwie ein grünes Signal, ein rotes Signal, was ist hier halt Sache gerade? Und du kannst dann halt über diesen Indikator in den entsprechenden Markt schlüpfen und da dann prüfen, ja, wie sieht es gerade überhaupt aus hier am Markt? Was ist jetzt Sache? Und ja, man sieht jetzt halt hier, man kann das auch schön nochmal vergleichen, hier links auf der Seite mit den Werten. Da wird jetzt halt immer, wie gesagt, der aktuelle Stochastikwert ausgegeben und der aktuelle RSI-Wert für den Markt in dieser gewählten Zeiteinheit. Ich denke, das Programm ist so ganz cool. Also man kann hier noch
tausend Sachen machen, tausend Sachen verändern, tausend Sachen optimieren. Du kannst ja auch selber mal ein bisschen mit diesem Programm rumspielen. Vielleicht hier einfach mal die Farben verändern oder verschiedene andere Indikatoren hinzufügen. Sei da ganz frei oder natürlich auch Positionen direkt automatisch eröffnen lassen. Oder du benutzt das Programm einfach so. Oder du benutzt es auch nicht und hast vielleicht was über die Programmierung gelernt. So oder so hoffe ich, dass dir das Tutorial gefallen hat. Ich habe selber gemerkt, am Ende war es dann wirklich ein bisschen kompliziert, weil ich dann selber nochmal Sachen nachlesen musste, auch mit den Objekten und so. Die sind halt alle ein bisschen anders definiert. Da muss ich dann auch immer nochmal nachschauen, welches Objekt wir jetzt gerade nehmen müssen, wie da die Eigenschaften verändert werden können und so. Also wie gesagt, nimm mir das bitte nicht übel, diese YouTube-Tutorials. Ja, die sind natürlich immer so ein bisschen spontaner gemacht als zum Beispiel unsere Kurse auf der Webseite. Aber wenn du strukturiert lernen möchtest, wenn dir die Programmierung generell gefällt, wenn du die Vorteile erkennst, dann schau gerne in den Shownotes hier, in der Beschreibung nach, da findest du einen Link auf unsere Webseite, siehst du auch nochmal die einzelnen Seiten für die MT4 und MT5 Masterclass. Und da siehst du auch jeweils das zweite Video auf der Webseite zu den Kursen, alle Inhalte, die wirklich erklärt werden. Und da hast du dann mehrere Stunden Content, 60, 70 Videos, glaube ich, mittlerweile teilweise, wo dann alles genau erklärt wird, die Programmierung, und wo ich mir dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen kann, um auch die Grundlagen, wie die Variablen-Typen, wie das Ganze im Computer gespeichert wird, die Kontrollstrukturen und so genauer zu erklären. Vielleicht ist das was für dich. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Indikator nutzt oder diesen Expert Advisor und vielleicht auch damit ein bisschen arbeiten kannst, den ein bisschen weiterentwickeln kannst. So oder so wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Handeln. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.